Hallo, heute will ich dir die Potenzen erklären. Vielleicht erinnerst du dich ja, als wir über die Priorität der Rechenzeichen gesprochen haben wir diese Eselsbrücke kennengelernt. Klapopus, also Klammern vor Potenzen, vor Punkt, vor Strich. Und über genau diese Potenzen wollen wir heute reden. Ich schreibe es mal hier einfach hin. So. Potenz. Darüber sprechen wir heute. Ich hole noch mal kurz aus zum Multiplizieren. Also als wir es über das Multiplizieren gesprochen haben und als du das kennengelernt hast, zum Beispiel bei 2 mal 3, haben wir zuerst über die Addition das alles hergeleitet, bevor du dann das 1 mal 1 und so weiter gelernt hast. Also 2 mal 2 ist ja nichts anderes als dreimal eine 2 addiert. Also 2 plus 2 plus 2 dreimal, ne? So ist also dreimal. Dreimal hier. Und diese 3 ist quasi genau diese 3. So, natürlich, das ist natürlich 6, ne? Mittlerweile musst du es nicht mehr addieren. Du weißt natürlich jetzt schon direkt, was 2 mal 3 ist. 2 mal 3 ist 6. Und so ähnlich ist es bei den Potenzen auch. Nämlich jetzt nehmen wir mal 2 hoch 3. 2 hoch 3. Und bei den Potenzen ist es so, dass du anstatt wie beim Multiplizieren die 2 addierst. Ist es bei den Potenzen einfach eine Multiplikation. Nämlich jetzt rechnest du 2 mal 2 mal 2, also dreimal. Also diese 3 in der Hochzahl führt dazu, dass du eben diese Grundzahl dreimal multiplizierst. Dreimal. Und ich habe es jetzt eben schon verraten, also das hier nennt man Hochzahl. Deshalb sagt man auch 2 hoch 3 oder 2 hoch irgendeine andere Zahl. Hochzahl, ganz korrekt ist es der Exponent und die 2 hier unten ist deine Grundzahl oder die Basis. Aber wir werden einfach immer Grundzahl und Hochzahl sagen. So, und was ist 2 mal 2 mal 2? Ja, 2 mal 2 ist 4 und 4 mal 2 ist 8. Genau, siehst, also es ist auch ein unterschiedliches Ergebnis. Und was man, die Versuchung kommt immer auf, dass man diese Zahlen multiplizieren will und 2 mal 3 ist natürlich ein ganz anderes Ergebnis. Und das wäre falsch. Also 2 hoch 3 ist tatsächlich dreimal eine 2 multipliziert. Und eben nicht 2 mal 3. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einfach noch ein paar Beispiele. Ich mische noch ein paar Regeln mit rein, während wir ein paar Beispiele rechnen. Aber wir machen einfach mal weiter. Okay, was nehmen wir denn? Nehmen wir mal 3 hoch 2. Da kann man übrigens auch in dieser Sonderform sagen 3 Quadrat. Ich sage jetzt einfach mal 3 hoch 2. So, 3 hoch 2 ist, wie gesagt, zweimal die 3 multipliziert, also 3 mal 3. Ja, und 3 mal 3, das weißt du natürlich, 3 mal 3 ist 9. Ist also ganz einfach, wie du siehst. Dem gegenüber steht, nur nochmal zum Vergleich, 3 mal 2 wäre zweimal die 3 addiert, also 3 plus 3 und das wäre 6. Also wirklich ein ganz anderes Ergebnis, eine ganz andere Rechnung, ganz andere Aufgabe. Okay, dann nehmen wir mal eine negative Zahl. Minus 4 hoch 2 rechnen wir jetzt. So, minus 4 ist auch wieder nur einfach die minus 4 mal minus 4, also zweimal. So, und jetzt wissen wir ja auch noch von früher, minus mal minus ist plus. Und 4 mal 4 ist 16, also kommt hier positiv oder plus oder einfach nur 16 raus. Okay, was passiert jetzt, wenn wir rechnen? Minus 4 hoch 3. Ja, auch hier ganz einfach. Minus 4 mal minus 4. Und nochmal zum dritten Mal minus 4. So muss ich schauen, dass ich meine Klammer noch hinbekomme. Genau. Und jetzt wissen wir ja, minus mal minus gibt plus, beziehungsweise
Den Teil hatten wir ja vorher schon gerechnet. Das war 16. So, und 16 mal minus 4 ist, also minus mal plus ist schon mal minus. Minus und 4 mal 16 ist 64. Also minus 64 kommt hier raus. Jetzt siehst du schon, wenn wir negative Zahlen potenzieren, dann passiert hier irgendwas. Also anscheinend, wenn ich mit einer 2 hochnehme, dann kommt eine positive Zahl raus und bei einer 3 eine negative Zahl und bei einer 4, das kann ich dir schon mal, also hoch 4 kann ich dir schon mal verraten, kommt auch wieder eine positive Zahl. Was du dir also schon mal merken kannst, ist bei geraden Hochzahlen, also gesetzt im Fall, dass die Kronenzahl negativ ist, bei geraden Hochzahlen kommt immer eine positive Zahl raus, weil du halt eben immer Minus mal Minus gerechnet hast. Und bei ungeraden Hochzahlen kommt immer eine negative Zahl raus. Das können wir auch nochmal im ganz einfachsten, in der einfachsten Art und Weise auch nochmal zeigen. Und zwar mit der minus 1. Also minus 1 hoch 1, weißt du, ist einfach nur minus 1. Dann gibt es noch minus 1 hoch 2. Das wäre also 2 mal minus 1, also minus 1, Entschuldigung, nicht 2 mal minus 1, das ist minus 1 mal minus 1, ja, minus 1 mal minus 1, minus mal minus gibt plus und natürlich 1 mal 1 bleibt 1, also haben wir hier eine 1 und minus 1 hoch 3 ist minus 1 mal minus 1 mal minus 1, ich schreibe es mal hin, minus 1 mal minus 1 mal minus 1. So, und das ist minus mal minus ist plus mal minus ist minus, also kommt schon mal ein Minus raus. Und 1 mal 1 mal 1 bleibt natürlich 1. Okay, dann haben wir noch zum Beispiel nehmen wir mal minus 1 hoch 51. Du weißt, es kommt auf jeden Fall vom Wert her 1 raus. Jetzt ist nur die Frage, was für ein Vorzeichen. Und da die Hochzahl ungerade ist, kommt hier ein Minus hin. Ja, minus 1 hoch 50 oder hoch 52 oder hoch 54 wäre plus 1 gewesen. Okay, ich hoffe, da kommst du jetzt noch mit. Wir machen einfach noch weiter ein paar Übungen, damit es nicht allzu verwirrend wird. Nehmen wir mal 5 hoch 3. Also wir haben gesagt, dreimal die Grundzahl mit sich selbst multiplizieren in dem Fall. Also 5 mal 5 mal 5, ja, dreimal. Und 5 mal 5 ist 25, mal 5 ist 125. Okay, was ist jetzt, wenn wir 5 minus 5 hoch 3? Ja, also auch, können wir auch wieder ausschreiben, minus 5 mal minus 5 mal minus 5. So, und jetzt wissen wir schon, es kommt auf jeden Fall 125 raus, aber was ist jetzt mit dem Vorzeichen? Also wenn wir uns an die Regel von vorher halten, wenn du dir die jetzt schon gemerkt hast, dann weißt du, es ist eine ungerade Hochzahl. Okay, wunderbar, da müsste eigentlich ein Minus rauskommen. Jetzt können wir auch nochmal kontrollieren, was passiert denn hier, wenn wir mal Minus rechnen, kommt Plus raus. Und nochmal Minus ist also wieder ein Minus, genau. Also 100 minus 125 kommt hier tatsächlich als Ergebnis raus. So, jetzt gibt es noch eine Sonderform. Und zwar, was passiert denn, wenn ich eine Zahl, zum Beispiel 2 hoch 0 rechne? So, das ist eigentlich eine Regel, die kann man sich auch ganz leicht merken. Egal welche Zahl oder welche ganze natürliche Zahl du hoch 0 rechnest, es kommt immer 1 raus. Das gilt auch für 3 hoch 0 ist 1 oder minus 900 hoch 0 ist auch 1. Also irgendeine Zahl hoch 0 ist immer 1. So, und um dir da ein bisschen ein Verständnis zu geben, vielleicht können wir das auch mal so ganz grob herleiten oder dir dafür eine kleine Logik zurechtbasteln, die du einigermaßen verstehen kannst. Rechnen wir mal 3 hoch 4. Ja, 3 hoch 4 haben wir gesagt, ist 3 mal 3 mal 3 mal 3. So, 3 mal 3 mal 3 mal 3, 3 mal 3 ist 9, mal 3 ist 27 und das nochmal mal 3
ist 81. So, und 3 hoch 3 ist 3 mal 3 mal 3. Also 3 mal 3 mit sich selbst mal genommen ist 27. Und 3 hoch 2 ist 3 mal 3. Du merkst schon, es wird immer um einen Dreier weniger. 3 mal 3 ist 9. 3 hoch 1 ist einfach nur einmal 3. So, und 3 hoch 0, das ist jetzt die Preisfrage. Wir wissen von unserer Regel oben, 3 hoch 0 ist immer 1. Aber warum? Also vielleicht siehst du hier jetzt schon, ich habe jeweils die Hochzahl um 1 reduziert, also 4 nach 3, nach 2, nach 1. Und das Ergebnis ist jeweils durch 3 geteilt worden. Durch 3, ne? Also 81 durch 3 ist 27 und 27 durch 3 ist 9 und 9 durch 3 ist 3. Also wir haben quasi immer das Ergebnis durch die Grundzahl hier geteilt und sind zu dem Ergebnis gekommen. Oder du siehst auch hier, zuerst ist der Dreier weggefallen, dann ist der Dreier weggefallen und so weiter. Also es ist immer durch 3. Genau, und wenn wir jetzt von 3 hoch 1 zu 3 hoch 0 gehen, müssten wir dieser Regel entsprechend auch einfach durch 3 teilen und 3 durch 3 ist nun mal eben 1. Also vielleicht hilft das ein bisschen, um es dir ein bisschen besser zu merken oder ein bisschen besser zu verstehen. Das kann man natürlich noch viel ausführlicher herleiten. Das geht aber an der Stelle jetzt zu weit. Merk dir einfach, egal welche Zahl du hast, hoch 0 ist immer 1. Okay, wir machen noch ein paar Übungen weiter, dass das dann auch später sitzt. Und ich sehe schon, aha, hier unten ist mein Platz schon aus. Da muss ich mal schauen, dass ich ein bisschen spare mit meinem Platz. Okay, also nächste Aufgabe, 7 hoch 3. Weißt du schon, 7 mal 7 mal 7 kann eigentlich nicht sein. Was habe ich hier geschrieben? Ich glaube, ich nehme eine andere Aufgabe. Ich habe mir hier etwas ein Durcheinander in meinen Notizen. Sorry dafür. Wir nehmen minus 6 hoch 3. So, auch hier wieder. Minus 6 mal minus 6 mal minus 6. So, minus 6 mal minus 6 ist schon mal 6 mal 6 ist 36 und minus mal minus ist plus, also 36 mal minus 6 und 36 mal 6 ist 216 und plus mal minus ist minus, also minus 216 kommt hier raus. Okay, was haben wir denn noch für ein Beispiel? 0 hoch 100. Also klar, ne? 0 mal 0 mal 0 100 mal ist immer noch 0. Also kommt hier auch 0 raus. Was ist denn zum Beispiel 1 hoch 1000? So, nicht verwirren lassen. Es ist eigentlich nur 1000 mal 1 miteinander multipliziert. Also 1 mal 1 mal 1 und so weiter. 1 mal 1 ist 1. Mal 1 mal 1 mal 1 ist immer noch 1 und wenn du das 1000 mal machst, ist es auch immer noch 1. Also 1 hoch 1000 ist 1. Und was ist denn mit, nehmen wir mal minus 1 hoch 1000. So, auch hier ist es auf jeden Fall mal vom Wert her 1. Was ist mit dem Vorzeichen? Denk an die Regel. Gerade Hochzahlen sind, da ist das Ergebnis positiv, also hier kommt 1 raus. Und wenn du minus 1 hoch 1001, also einer ungeraden Hochzahl, potenzierst, dann kommt hier minus 1 raus. Okay, noch ein paar Beispiele und dann machen wir Schluss. 8 hoch 2 oder 8 Quadrat ist einfach nur 8 mal 8, obala, da fehlt das mal, ist gleich 64, das kennst du vom 1 mal 1, 25 hoch 2, auch einfach nur 25 mal 25. Du siehst schon, das ist alles ganz einfach. Jetzt musst du nur noch rechnen. Kannst du auch in Ruhe ausmultiplizieren, wenn du es nicht weißt, das ist 625. Und zum Schluss noch vielleicht ein kleines Schmankerl. 2 hoch 4, für alle, die später mal Informatik studieren wollen oder mit Computer was machen wollen, ist das ganz interessant. 2 hoch 4,
ist nämlich 2 mal 2 mal 2 mal 2 ist gleich, so jetzt schauen wir mal, wir könnten mal hier ein Zwischenergebnis rechnen, nämlich ein Zwischenergebnis 2 mal 2 ist 4 und diese 2 mal 2 ist auch 4, also hätten hier rechnen können, 4 mal 4 und 4 mal 4 ist natürlich 16. So, und das Besondere ist jetzt aber, 4 mal 4 haben wir, glaube ich, oben schon mal geschrieben. 4 mal 4 ist das gleiche wie 2 hoch 2. 2 hoch 2. Das hätten wir also auch, umschreiben können. 2 hoch 2 mal 2 hoch 2. Da kommen wir aber in der nächsten Aufgabe, in der nächsten Lektion dazu, was das genau bedeutet und was das mit dem binären System und so auf sich hat, mit einer 2 als Basis. Das ist nämlich, wie gesagt, ganz interessant in der Informatik. Okay, bis dahin erstmal viel Spaß und ich sehe dich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.